So, willkommen zurück, liebe YouTube-Zuschauer. Ja, weiter geht's zur nächsten Folge. Was soll ich groß erzählen? Ab geht die Post. Wir holen uns Judy. Wobei, wir holen uns die ja nicht. Da ist ja, da sind ja die Fronten schon klar. Naja, Tosa, wenn du noch Abo hast, ist doch kein Problem. Dann machst du mit und dann kriegst du das beim nächsten Mal. Vielleicht würfeln wir das auch aus dann heute, wenn es zu viel ist. So, hier. Ab geht's zum Juli erstmal. Neues Item erhalten? Das hatte ich doch jetzt schon, oder? So, jetzt müssen wir noch auf Judy warten. Ey, Dako! Vielen Dank für den Follow, freuen wir uns sehr. Spreche ich richtig aus, ja? Dako, ist das okay? Wenn nicht, bitte rüge. Einfach Würfel raushauen, kein Problem. So, da sitzt sie. Judy geht tauchen, aber nicht in der Plörre hier hoffentlich. Super. Ich bin 90, stimmt, 90 Follower. Du bist unser 90er, Dako. Wie? Du bist echt gekommen. Du meinst, trotz all dem Scheiß, den wir durchhaben? Ach, komm schon. Red keinen Blödsinn. Was machen wir hier? Verrätst du mir jetzt, was wir hier machen? Pass auf. Ich habe in letzter Zeit viel an Virtus getüftelt und weiß jetzt, wie man die Erfahrungen zweier Leute gleichzeitig aufzeichnet. Ich dachte, wir könnten es ausprobieren. Natürlich nur, wenn du willst. Wir nehmen mal das Handwerk. Wie vereint man zwei separate Neuraltracks? Naja, zuerst wollte ich ein Profil aus zwei Datenströmen machen. Aber das ging voll in die Hose. Kam sich in die Quere, hm? Interferenzen, Rauschen. Ja, das war wie ein schlechter Kunstfilm. Aber nach ein paar Versuchen habe ich es geschafft, bestimmte Gefühle zu isolieren. Du lädst sie also auf separate Neuraltracks, ohne Gefühlsstörung. Cool. Klingt, als könnten wir das überall machen. Warum sind wir hier draußen? Die Hütte gehörte einem Bekannten von mir. Doch jetzt ist sie verlassen, daher kann ich sie hin und wieder nutzen. Und dort willst du die Virtu drehen? Nein, wir drehen alles unter Wasser. Nein, vergiss es. Scheiß Idee. Sag ihr, sie soll sich einen anderen Blöden suchen. Wie sieht's aus? Machst du mit? Also eins müssen wir jetzt mal klären kurz, ja? Johnny, der hat unseren Körper gekriegt. Der hat jetzt hier gar nichts mehr zu melden. Der kann schön die Schnute halten. Ja? Na klar, bin dabei. Super. Gehen wir. Ich hab die Hardware hier. Ich hab die Hardware hier. Okay. Zieh dich um, Landratte. Der Rekorder muss natürlich mit. Das Wasser ist giftig. Ist das kein Problem? Deshalb werfen wir uns ja in Schale. Du hast dich mal gefragt, ob ich schwimmen kann. Hast du keine Angst, dass ich sinke wie ein Sack Steine? Naja, könnte schon sein. Aber für den Dreh riskiere ich das gern. Ja, nein. Okay, dann mal los. Arschkalte Brühe. Ich komme. Gut. Es kann losgehen. Du zuerst. Nee, ich will das nicht. Bleib dicht hinter mir und tauch nicht so schnell nach unten. Wohin genau wollen wir? Bis etwa zur Hälfte der tiefsten Stelle.
Dort ist es pechschwarz, aber es gibt kaum Strömung. Sollte sicher sein. Willst du die genauen Koordinaten? Nein, wozu? Ich bleib einfach in deiner Nähe. Okidoki. Virtus bedeuten dir mehr als nur das schnelle Geld, hm? Natürlich. Denk an Gemälde, Songs. All das soll menschliche Gefühle ansprechen. Stimmt, so funktioniert jede Art von Kreativität. Genau. Kunst ist ein Behältnis, ein Auslöser für Gefühle. Und wie dies sind Gefühle in Reinform. Sie macht hier ganz entspannt nur Flossenschlag. Und wir sind hier wie so ein Hyopai. Oh, guck mal hier. Mit Aufzug. Also, Schwimm her und sieh mich direkt Alex, okay? Weiß es vermutlich, aber sowas hier, also wir reden ja öfter mal so über meine Ängste und so, ne? Aber sowas hier jetzt nur noch ein paar Basen ist hier gar nichts für mich. Ich muss die Ausrüstung so generell, so auch im Meer, ne? So schwierig, richtig schwierig für mich. Ich hasse das, weil ich nie weiß, was unter mir ist. Ganz furchtbar. Und diese Machtlosigkeit so um einen herum, man weiß genau, man ist im Arsch, wenn man irgendwie einen Fehler macht. Weiß nicht. Gut, was muss ich machen? Komm. Kalibriere die Ausrüstung, wie mache ich das? Hat die mir gerade erzählt, ne? Hab ich nicht zugehört. Schöner Anblick, Macho Man. Ja. Ach, sie hat gemerkt. Ich will nicht lügen. Die Visualsensoren werden gerade stimuliert. Ich wusste gar nicht, wie gut du in Form bist. Ich tu mal so, als hätte ich das nicht gehört. Sehr gut, das hat geklappt. Jetzt hierher, wie? Jetzt? Soundcheck. Ich summe ein Lied, du sagst mir, welches es ist. Pass auf. Den Song kenne ich nicht. Aber ich habe dich gehört. Es klang so. Okay, alles synchron und abgestimmt. Okay, das sollte reichen. Was jetzt? Gleich kriegst du was zu sehen. Achtung. Wo ist der Megadolon, wenn man... Megadolon? 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 Megalodon? Na, ich glaube, hat er sogar falsch geschrieben, der gute Alex. Wo ist der Megadolon, wenn man ihn braucht? Megalodon? Dann spiel mal Subnautica, hab das Game geliebt. Sagt Tulsa. Ja, geil. Schön alles unter Wasser. So wie mit Schlangen irgendwas. Spiele mit Schlangen. Ab nach unten. Jetzt wird erstmal dunkel wie in einem Bärenarsch. Beeindruckend, oder? Jo. Ich hatte ja keine Ahnung. Das ist krass. Hättest du was von der versunkenen Stadt gesagt? Gefällt's dir? Ich weiß nicht. Jedenfalls habe ich sowas noch nie gesehen. Der Ort hieß Laguna Bend. Noch vor 15 Jahren wohnten hier Menschen. Du hast irgendeine Bindung zu diesem Ort, oder? Allerdings. Ich bin hier aufgewachsen. Ich war nicht hier, seit Laguna Bend von der Karte verschwand. Warum zeigst du mir das? Ich brauche die richtigen emotionalen Reaktionen. Ich habe das Gefühl, das wird perfekt für mein Experiment. Warum ist das hier so perfekt? Weil ich hoffe, dass du all die ungefilterten Gefühle aufnimmst, die der Ort in mir hervorruft. Ob du willst oder nicht, du wirst darauf reagieren. Das will ich festhalten. Tulsa hatte Angstschweiß, wenn so ein Riesenvieh auftaucht. Klingt Nova. Tun wir's. Er hat ein anderes Wort benutzt. Ich habe diesen Moment der Rückkehr so oft im Kopf durchgespielt.
Hat Jahre gedauert, ehe ich den Mut fassen konnte, herzukommen. Warum warst du nicht schon früher hier? Gute Frage. Ich würde ja sagen, ich hatte keine Zeit, keine Ausrüstung, die Sterne standen falsch. Aber die Wahrheit ist, es fühlte sich komisch an. Dako, wie oft hast du das Spiel schon durchgespielt? Und groß. Jetzt weiß ich das. Aber früher waren sie das Beste, was ich je zwischen die Zähne kriegen konnte. Und nebenan habe ich gewohnt. Zusammen mit meinen Großeltern. Aber sag Bescheid, wenn du weiter willst. Nur ein einziges Mal, sagt er, warte auf den Patch, sagt Dako. Ja, okay. Auf den warten wir jetzt alle. Das ist halt auch erst mein zweites Mal. Also was mir nur aufgefallen ist, wenn man sich mit Leuten unterhält, die das Spiel hier wirklich, also die hier zuschauen und das Spiel auch wirklich wertschätzen, die dann einfach sagen, sie haben es schon ganz oft gesuchtet. Sie haben jedes Ende durchgespielt und, ja, und kennen das in- und auswendig. Deswegen frage ich immer nochmal nach. Interessiert mich einfach. Ich habe hier was. Sieht aus wie eine alte Kamera. DPI 350. Echte Antiquität. Gefällt sie dir? Dein Ernst? Die ist großartig. Komischer Ort für ein gerahmtes Bild. Das Wasser hat es bestimmt aus einem Haus geschwemmt. Kann man was erkennen? Nein, nicht wirklich. SpongeBob. Der macht hier Krabbenburger. Und ein Unterwasserdiner sucht mal nach SpongeBob, sagt Alex. Ja, SpongeBob. Aber SpongeBob, mit dem bin ich durch, ne, Freunde? Jetzt mal ohne Flachs. Der ist ein ganz schlechter. Guck mal, wir können das ja mal ganz kurz aufdröseln, bevor es hier weitergeht. Die sind unter Wasser. Unter Wasser leben Fische. Noch andere Tiere, Krabben und so weiter, ja? So. Und in der Krossenkrabbe heißt es, glaube ich, ne? Bauen sie oder machen sie Krabbenburger. Das heißt, die Fische essen ihre eigenen Leute. Das sind alles Kannibalen dort. Das ist doch keine Kinderserie. Das ist doch nichts für Kinder. So, was ist das hier? Hockeyschläger? Gab's hier eine Eisbahn? Schön wär's. Wir haben auf Rollerblades gespielt. Genug gelabert, Alvarez. Komme! Die sind so gut wie erledigt. Also, willst du mit mir gehen? Sorry, ich muss los. Die rufen mich. Was war mit deinen Eltern? Einen Dad gab's nie. Und Mom starb, als ich noch klein war. Erinnere mich kaum an sie. Hab noch ein Foto von ihr, aber ich sehe eine Fremde darauf. Judy hat Läuse zu Hause. Die kann sich nicht mal Eltern leisten. Was war das? Diese Stimmen. Stimmen? Außer dir habe ich nichts gehört. Muss noch irgendwo einen Hinweis geben. Suche bei Judys Haus und am Diner nach Hinweisen. Okay, dann mal gucken. Ob wir noch irgendwas übersehen haben. Sieht aus, als hätte das mal zu deinem tollen Diner gehört. Lass mal sehen. Deine Kindheit hat nach Sushi und echtem Reis geschmeckt. Hast dir gleich mehrere
Tiere in den Mund gestopft und getan, als wärst du ein Riese. Große Familienfeiern waren toll. Dann gab's sogar echten Fisch. Wobei ich Sintfisch lieber mochte. Echter war zu stinkig. Hier, nimm die Kamera. Ist bei dir gut aufgehoben. Setzt sonst nur Algen an. Wow, danke. Wie war das bei deinen Großeltern zu leben? Wie waren die so? Mein Opa hatte es mit technischen Dingen. Hat mir alles beigebracht, was ich weiß. Und hat mir Geschichten erzählt. Das war nie langweilig. Meine Oma war temperamentvoll. Eben noch wütend, dann kalt wie Stahl. Wo sind deine Großeltern hin? Nach Night City? Ja, für ein paar Jahre. Hatten die Wohnung gemietet, die jetzt mir gehört. Aber sie haben es gehasst. Sind nach Oregon gezogen. Ich fahre sie manchmal besuchen. Lass uns weiterschwimmen. Aye, aye, Captain. Mir nach. Suchen wir hier irgendwas Bestimmtes? Nein, aber umsehen können wir uns trotzdem. Ist doch schön ruhig hier. Fast als wären wir jenseits von Raum und Zeit. Wie in der Schneekugel. Mal sehen, was wir noch so alles finden. Ein Regenschirm, den braucht man unter Wasser. Unter Wasser hat was Entspannendes. Diese Geräusche sind fast wie ASMR, sagt Alex. Ja, das stimmt schon. Ich verstehe nicht, wie man ausgerechnet sein Auto zurücklassen kann, wenn man zügig verschwinden muss. Hey, was denkst du denn, wie alt ich bin? Die Schrottkarren haben 50 Jahre auf dem Buckel. Die standen hier schon, als ich noch ein Kind war. Sahen damals genauso aus. Aber waren eine echt gute Deckung bei Max-Tech und Psychos-Spielen. Ich finde es auch eher, Ich finde es auch natürlich beruhigend und ich war auch schon schnorcheln und so, das war auch wirklich wunderschön. Aber ich mag das einfach nicht so weit draußen irgendwo, so wo so unter mir extrem viel ist, was man nicht bis ganz unten sehen kann und so, das ist... Dann ist man am besten noch an der Wasseroberfläche und tritt da die ganze Zeit Wasser und so, das ist irgendwie... Finde ich das beängstigend. Ich weiß auch nicht. Bin da auch nie mit groß geworden, muss man ehrlich sagen, fairerweise. Keine Ahnung. Aber Face Your Fears mache ich trotzdem. Wenn mein Sohn da ins Wasser springen will, dann kann ich ja nicht sagen, nee, mache ich nicht. Stehe ich denn dann da? Ich will wissen, was noch auf uns wartet. Na dann komm, ich will dir was zeigen. Fühlt sich echt komisch an, hier durchzuschwimmen. Wo du früher gerannt bist, wo sich dein Leben abgespielt hat. Kannst mir vorstellen. Die Kirche sieht aus wie früher. Die war schon immer alt und sah aus wie von Aliens erbaut. Und die Glocken hatten Risse, klangen voll gruselig und irgendwie schief. Komisch. Bis eben hatte ich das vergessen. Jetzt kann ich sie beinahe hören. Ich weiß nicht wie, aber ich glaube, ich höre die Glocken auch. Echt, du hörst meine Erinnerung? Vielleicht eine Nebenwirkung? Verschlossen. Schade. Vielleicht führt ein anderer Weg rein. Versuchen kannst du's. Bist du gern hergekommen? Ich war nie wirklich hier. Hab die Kirche nie richtig bemerkt. Sie war einfach nur da. Als wir erfuhren, dass sie Laguna Bend fluten wollen. Hier ist eine Öffnung. Ich glaube, da können wir durchschlüpfen. Schon unterwegs. Hab einen Eingang gefunden. Durchs Dach. Ich war mal hier drin, als keiner da war. Hab
Körper mal da gestanden und dachte, was dem Padre wohl durch den Kopf geht, wenn er all die Leute ansieht. Hab mich gefragt, wie er die Gedanken der Leute liest, weil er alles über sie wusste. Ich hab geschrien wie am Spieß, um die Akustik zu checken. Keiner hat dich verjagt? Ich bin weggerannt und das Echo hat mir eine scheiß Angst eingejagt. Ich glaube, es war, weil ich in Jenny Chapman verknallt war. Wollte die Schuld wegschreien und sie ist mir um die Ohren geflogen. Alter, unter Wasser ein Anfall ist auch nice. Wie? Bitte! Oh, Gott sei Dank. Du lebst. Was ist passiert? Du warst ohnmächtig. Wie hast du mich rausgeholt? Weiß nicht mehr. Ich hab nicht nachgedacht. Ich hab einfach funktioniert. Hey, langsam. Ganz ruhig. Ich schätze, du hast mir das Leben gerettet. Danke. Hab's dir gesagt. Im Giftmüll zu tauchen ist eine blöde Idee. Aber nein, auf mich hört ja keiner. Giftmüll? War das dein Konstrukt? Du hast ihn gehört? Gehört wäre zu viel gesagt. Er war nur in meinem Kopf. Wie ein Gedanke, der weder meiner noch deiner war. Ignoriere sein Gejammer. Unser Verhältnis ist kompliziert. Was mache ich hier noch? Du solltest lieber noch nicht in die Stadt zurück. Ich bin auch müde. Hab jetzt keine Lust zu fahren. Lass uns doch heute Nacht hier bleiben. Was meinst du? Warum eigentlich nicht? Wem gehört das Haus? Du sagtest, du kennst den Besitzer. Einer unserer Nachbarn wollte unbedingt in Laguna Bend bleiben. Die Bullen haben ihn aus dem Haus gezerrt, als das Wasser kam. Also baute er sich ein neues, so nah wie es ging. Aber dann wurde er krank. Damals war das Wasser noch viel giftiger. Du musst furchtbar frieren. Ich brühe was auf. Wie trinkst du dein? Mal alles einsammeln hier. Alles, was wir gebrauchen können. Das war der Eingang, ne? Ja. Milch, Zucker. Milch und Zucker, bitte. Das volle Programm, hm? Was ist denn überhaupt? Tee oder Kaffee? Kaffee. Okay. Ja, Milch, Zucker. Hab den Generator vergessen. Mach ich an, ja? Ich mach schon. Du solltest langsam machen. Immer schön vorsichtig. Ich finde, die Gefühlswellentransmitter hätten noch besser getuned werden können. Die waren manchmal ziemlich heftig. Wir haben Strom. Bei diesem Spiel gewinnt Night City immer. Sei vorsichtig. Judy? Scheiße. Wie war das? Ich konnte dich nicht richtig hören. Ist irgendwas? Nein, alles gut. Was hat's denn? Die hat auch richtig Probleme irgendwie, die Gute. Was nehmen wir? Wir sind noch synchron. Denkst du an Evelyn? Vertraust du mir nicht? Also, ich bin schon neugierig und möchte schon aus ihr rauskriegen, was sie da gerade jetzt für ein Problem hat. So, wir sind noch synchron, das ist, glaube ich, jetzt das Falsche. Denkst du an Evelyn oder vertraust du mir nicht? Eigentlich will ich sie ein bisschen provozieren. Du traust mir nicht. Nach allem, was wir durchgestanden haben. Das Clouds ist am Ende.
Die Tiger Claws haben sich wegen Hiromi und den anderen gerecht. Gab eine Schießerei. Tom ist tot. Roxanne hat gerade so überlebt. Der Laden ist vorerst geschlossen. Will nicht drüber reden oder nachdenken. Ich wollte es dir nicht sagen, damit du nicht denkst, ich mach dir Vorwürfe. Wie kommst du drauf, ich könnte das denken? Weiß nicht, ich... Lass uns das Thema wechseln. Ich glaube, ich leg mich hin. Bin müde. Nervt mich. Lass uns einfach abhauen. Aber weck sie nicht auf. Judy nervt dich, weil sie sich um andere kümmert? Hanakoji? Dich daran erinnert, dass du ein narzisstisches Arschloch bist? Sie ist total verrückt. Weigert sich, durch die Tür zu gehen, springt aus dem Fenster und wundert sich, wenn's weh tut. Sie erinnert dich an Alt, oder? Nein, verdammt. Niemand kommt nur im Ansatz an Alt ran. Und was wir hatten. Lass uns endlich abhauen, okay? Dann verpiss dich doch. Ich lasse jedenfalls nicht mitten im Nirgendwo allein. Ach, ich kann nicht mit dir reden, wenn du so sentimental bist. Schlaf wenigstens, damit mir das Streiten erspart bleibt. Spanner Koji? Nee, ich musste tatsächlich daran denken. Als ich so vor, wie alt bin ich denn jetzt? Viel zu alt. 25 Jahren angefangen habe mit Computerspielen. Also eigentlich spiele ich ja schon viel länger Computer. Aber so vor 25 Jahren ging das ja dann so los mit, dass ich so mich mit PC und so eigentlich noch vor länger, vor 30 Jahren, kann man sagen, ja. So, wenn ich überlege, was wir da für Spiele gespielt haben, wie das aussah, ja. So, das war einfach nur eine Pixelmasse, so. Und jetzt steht hier so ein Charakter da vor dir, wo du wirklich sehr viel erkennst und was eigentlich, wo du denkst so, okay, das haben sie richtig gut gemacht und ich frag mich halt, wo das noch hingeht. Ich frag mich halt echt, wo das noch hingeht. Weil es einfach jetzt schon cool aussieht. Klar, du hast halt Gesichtsmimiken nicht wie bei richtigen Menschen und sowas, das kriegen die noch nicht so ganz hin. Aber so, das sieht ja echt einfach Sahne aus. So, das muss man schon sagen. Ja, oder... Keine Ahnung, also die... Damals ist halt Mittelalter. So. Nimm deine Kleidung. Wieso? Ich kann auch so Jodie suchen. Lass sie doch. Hier, guck mal. Hey, ich mach die Anaconda. Hey, setz dich ein bisschen zu mir. Hier den ist dein Kaffee. Morgen. Endlich. Weißt du, ich glaube, ich habe mich gestern entschieden. Ich habe dich angerufen, um mich zu verabschieden. Die Stadt hat mich zerkaut und spuckt mich jetzt aus. Okay, so, also hier unsere selbst auferlegte Regel, wir sind Konzerne, also müssen wir die Konzerne Antwort geben. Ich glaube, wenn man unsere Städte miteinander vergleicht, sehen alle gleich aus. Dafür sorgen schon die Konzerne. Alles ist gleichgeschaltet. Überall. Mag sein. Anfangs sind alle Städte verlockend. Aber bleib etwas und du siehst hinter die Fassade. Ich kann hier noch nicht weg. Gib mir deine Hand, Vi.
Das war's schon. Glückwunsch, du hast jetzt Zugang zu meiner Wohnung. Oh, du willst, dass ich einziehe? Wenn du das willst. Oder komm einfach vorbei, wenn du magst. Ganz sicher? So lange kennen wir uns ja noch nicht. Ich mag dich. Du bist ein echter Freund. Aus meiner Sicht gibt's nichts weiter zu überlegen. Pass auf dich auf, Vee. Das war's? Wirklich? Unser letztes Treffen? Noch vor einer Minute schienst du nicht so entschlossen. Kein Grund zu warten. Ich bleib noch ein paar Tage hier. Dann hau ich ab. War schön, dich zu kennen, Vee. Bis dann. Und meld dich mal übers Holo. Bis dann, Jodie. Das ist aber nicht von mir hier, der BH. So. Das war die Judy-Storyline. Zumindest das Ende davon, ja. Heute ist Tag der Enten. Heute machen wir alles fertig. So, was haben wir denn noch hier so? Wir haben noch Aufträge haben wir noch. Oh, guck dir das an. Ja, langweilig wird uns nicht. So, dann haben wir noch eine Nebenmission hier. Rebell, Rebell. Und sprich mit den Obdachlosen. Jeder Penner in dieser Stadt glaubt, dass er irgendwann den ganz großen Fund in Müllcontainern macht und dann sein Leben. Und das dann sein Leben verändert, meine Güte. Ein Koffer voller Eddies, ein Splitter mit Konzerngeheimnissen oder ein brandneues Implantat, das er für den Müll verticken kann. Die Sache ist nur, dass Leute, die solche Sachen verlieren, sie auch wieder zurückhaben wollen und dabei über Leichen gehen. Tu den armen Schwein einen Gefallen und nimm ihn den Koffer ab, bevor der eigentliche Besitzer auftaucht und ihnen ihren Finderlohn in Blei auszahlt. Okay, das klingt spannend. Das machen wir jetzt. So, jetzt auch mal andere Mucke hier nochmal. Schönen guten Morgen, Night City. Radio Kebab? Was ist das hier eigentlich? Ist es ein Hologramm? Eine Fata Morgana? Nein, Freunde, die Sonne scheint wirklich. Also stöpselt euch aus, geht raus und genießt das echte Wetter. Vor 35 Jahren waren es noch Atari-Spiele, schreibt Schulzer. Ja, oder halt auch C64 zum Beispiel. Also mein allererstes Ding war ein Gameboy. Aber ich meine jetzt so, was man am ehesten als PC mit, nennen könnte, war ein C64. Und dann habe ich irgendwann 286er bekommen. Ja, ich habe mit Nintendo angefangen, der Cursor. Ja, habe ich auch. Aber ich meine jetzt, das ist ja, ich sag mal, eine Spielekonsole. Also bei mir kam halt der Gameboy raus gerade. Und dann saßen wir alle da bei uns auf den Treppen vor der Haustür quasi und haben alle zusammen mit dem Gameboy gespielt. So, und dann kam dann Super NES irgendwann, also Nintendo Entertainment System. Dann der Super NES und so ging das dann weiter, PlayStation und so weiter. Aber ich meine jetzt so irgendwas, was so PC-mäßig ist. Ja? Also der Rechner quasi. Und da würde ich sagen, das, was man am ehesten damit vergleichen kann, war halt ein C64. Und dann kam bei mir dann schon ein PC, also ein 286er damals. Da konnte man eigentlich auch nicht viel drauf machen. Gigabyte RAM oder so hat der. Nicht Gigabyte, Entschuldigung, Megabyte. 4 Megabyte. Also richtiger Schrott. Aber. Aber damals war's cool.
Mit Fahren haben wir es auch gar nicht, oder? Ich war recht spät mit PC, hatte als erstes eine PS1 und war doch von daher bis zur PS3 4 eher ein Konsolenjunkie, schreibt Alex. Ja, guck mal, so ist halt der bei manchen der Umweg, ne? So, oder ich kenne auch Leute, die hatten immer PC und haben jetzt gesagt, sie haben keinen Bock mehr auf dieses ganze Theater, die wollen jetzt lieber eine Konsole haben und anmachen, spielen, ne? Aber mir persönlich ist das tatsächlich zu wenig, das reicht mir nicht. Hey, hast du dich verlaufen? Sorry, ich hab keine Karte. Hey, Rick, hast du eine Karte? Nö, hab mir Kippen draus gedreht. Und du? Wo immer du hin willst, hier bist du falsch. Hast du gehört? Gibt nichts zu sehen. Also schönen Tag noch. Was ist denn im Aktenkoffer? Was, in dem Scheißteil hier? Wahrscheinlich nichts. Dosen? Oder Flaschen? Wer weiß. Wo habt ihr den her? Sieht ja ein Blinder, dass der einem Konzern gehört. Bist du vom Fundbüro oder sowas? Wenn es nicht deine Angelegenheit ist, mach es nicht dazu. So, ich kaufe ihn euch ab. Genug geredet, hergeben, sofort. Also, entweder hauen wir den aufs Maul, oder wir sind sehr dominant, oder wir kaufen ihn ab. Wenn es nicht deine Angelegenheit ist, mach es nicht dazu. Was wollen wir machen? 1, 2 oder 3? In den Chat. Jetzt, schnell. Also von oben nach unten. 1, 2 oder 3? 3. Also, Darko möchte aufs Maul hauen. Zwei sagt Alex. Jetzt kommt Tulsa mit der 1 oder was? Wirklich. Los, Tulsa. Komm. Aufs Maul oder? Ja, genau. Ich bin auch vor aufs Maul. Wir machen aufs Maul. Gib ihn her. Sofort. Hey, hey, ganz ruhig, Boss. Wir können uns doch einigen, oder nicht? Komm schon. Gib her. Hacken müssen wir den sogar noch. Also, E9, E9, 1 CBD. E9 geht gar nicht. Also, wir könnten jetzt hier oben anfangen. Dann hätten wir hier E9, E9, 1 C... BD, das würde glaube ich gehen. E9, E9, 1. Hat er nicht genommen oder was? Ach ne, wir sind bei 1C. 1C, BD. Okay, hat geklappt. So. So, den können wir wieder loslassen. Komm. Lotte, Junge. Komm, Abgang. Nach einer Weile. Okay. Sieh dich in den Dateien auf dem Computer um. Okay, das machen wir. Ja gut, das war jetzt ein bisschen zart aufs Maul, sage ich mal, ne? Also, die waren ja jetzt nicht allzu schwer zu überzeugen, die Jungs. Sesam, öffne dich. Schade eigentlich, aber gut. Wir finden schon noch jemanden, den wir hier aufs Maul hauen können. Echt? So, dringende Vorladung zum Auswertungsverfahren. Mitarbeiter... Bei einer Routineuntersuchung ihrer Daten wurde besorgniserregende Unregelmäßigkeiten festgestellt. Sie haben eine Stunde, um im Hauptquartier vorstellig zu werden und sich einem Auswertungsverfahren zu unterziehen. Falls sie dies nicht tun, werden sie sofort aus unserer Partnerpolice entfernt und auf den unverzüglich gekündigt werden. Mit freundlichen Grüßen, Miltech. Tankstelle, 20.45 Uhr, da pünktlich. Scheiße, James, das war das letzte Mal. Hier ist die Kacke langsam am Dampfen. Die verdächtigen mich. Deinen Namen kennen sie wahrscheinlich auch schon. Vor allem reden sie mit Miltech und das kann nichts Gutes heißen. Du kannst die Eddies erstmal behalten. Ich will nicht, dass das Ding im Moment in die Umlaufbahn kommt. Zu viel Aufmerksamkeit bei angehenden Transaktionen. Antworte nicht auf diese Nachricht, pass auf dich auf. R-Punkt. Okay, wen haben wir noch? Lieber User, Sie haben gegen die folgenden Nutzungsbedingungen digitaler Plattform verstoßen. Versenden von fotografischen Aufnahmen von Genitalien ohne faire Einwilligung des Empfängers. Empfängerin. Offenlegen private Informationen anderer Userinnen. Doxing. Infolgedessen wird Ihr Konto Golden God 215 permanent gesperrt. Andere Konten, die mit dieser Adresse verbunden sind, wurden ebenfalls gesperrt.
Theater Tong, Antita Tong, Six Star Man, You Money. Okay. Night City Dating. Okay, 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 okay. So einer also. Einfach Pimmelbilder verschickt. Launch X. Sieh an, was haben wir denn hier? So. Trianguliere die manuelle Ladevektorkoordinate und führe die Startsequenz für Gegenstände 6 blablabla aus. Okay. Ist das jetzt gut oder ist das schlecht? So, was heißt das? Begib dich zum Absturzort. Mach zu. Mitnehmen. Oder bleibt er einfach hier? Okay, dann bleibt er schon mal hier. Also, was ist denn hier passiert? Wer hat die Karre denn gefahren? Der Stümper. Das ist noch sowas. Also, Karren hier fahren sich extrem schwer. Das ist also nicht ätzend. So, Tulsa schreibt. Aber klar, die 100. Stunde, die man braucht, alles einzurichten oder bei mir PC komplett selber bauen und Wasserkühlung, das wollen viele nicht. Oder die haben halt keine Ahnung. Ja, genau, das ist das. Das ist ja nicht nur, dass man das einfach mal so macht und das viel Zeit kostet, sondern man muss sich ja auch einnehmen. Aber andererseits, du kannst die ganzen Kram ja fertig kaufen. Es ist ja nicht mehr so, dass man heutzutage alles selber machen muss. Du kannst es ja eigentlich alles schlüsselfertig kaufen. Das Problem ist das, was dranhängt. Ja? Also bei einer Konsole machst du halt an, startest dein Spiel, fertig, ziehst eventuell noch ein Patch. Aber hier ist es ja alles drum und dran. Du musst immer gucken, dass die richtigen Programme drauf sind. Eventuell muss man was hin und her kopieren und so weiter und so fort. Ja? Und das hast du halt bei einer Konsole nicht. Also ich kann das schon manchmal verstehen. Aber ich mag das Vielseitige. Ich mag das Multi-Using. Hier läuft. Das Opfer. Hier auf dem Bildschirm läuft Discord, auf dem anderen Bildschirm läuft ein Spiel. Oben läuft noch auf dem Monitor läuft noch ein Film oder irgendwas. Ja. Also ich mag sowas. Oh, sorry Jungs. Wollte ich nicht. Oh, hier sind wir direkt in Action. So. War so nicht geplant. Aber sag mal, wieso ist denn hier schon wieder dieser Gorilla-Arm? Ich hab doch die Monokralle da reingebaut. Was ist das denn jetzt schon wieder? Keck, ich grüße dich. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Schlaf gut. Dir auch noch viel Spaß. Gute Nacht. Läuft der nicht gerade von links? Ja, hinter mir, auf meiner 6. Dann machen wir erstmal den hier. Oh ja, nachladen, komm. So, mach ein bisschen was mit mehr Durchschlagskraft hier. Komm runter. So, jetzt wieder auf meiner. Den hier. Wollte mich auch am Laufen. Jetzt haben wir da hinten noch den und der ist wahrscheinlich easy jetzt. Erstmal finden, vorlachen. Nur noch ich! Okay.
Schlaf gut, Dako. Du bist auch aus, ne? Hab ich jetzt erst gecheckt. So, an der Stelle, bevor wir jetzt hier das aufheben, was da runtergefallen ist, ist wieder eine Folge zu Ende. So, also kurz nochmal eben für die YouTube-Zuschauer. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Bis zur nächsten Folge. Und den üblichen Text kennt ihr. Wenn euch das gefällt, was wir hier machen, bitte lasst gerne einen Kommentar da, revanchiert euch vielleicht mit einem kleinen Follow und wenn ihr ganz krass unterwegs seid, Glocke drücken. Also, haut rein, bis zur nächsten Folge. Ciao.